Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Final Fantasy 1 bzw. 2. Und ich bin heute bei Dito 3003 daheim, aber er ist gerade nicht da. Nein, und wir sitzen in seinem Zimmer und spielen Final Fantasy. Und er ist gerade, ja, ich glaube, er ist aufs Klo gegangen und muss Stuhlgang legen und so weiter. Und ich habe einen Timer gestellt zum Notfall und wir beginnen mal. Starten wir das letzte Spiel. Also, wir werden auf jeden Fall Final Fantasy 1 jetzt spielen und vielleicht auch dieses schöne Schmuckstück, also den zweiten Teil. Aber es werden auch andere Projekte kommen und so weiter. Und wir starten mal Final Fantasy 1, 2, 15.000, keine Ahnung. Final Fantasy 1 starten. Neuer Spielstand. Ja, ich habe Spielstand. Dings. Oh ja, Dings bei uns. Das müssen wir jetzt schnell machen. Nein, geh weg, geh weg, ich will nicht. Okay. Das müssen wir schnell machen, weil wir müssen ungefähr in der Zeitspanne von 14 Minuten sein und das. Dafür gibt es eine Erklärung, die ich jetzt gerade nicht sagen will, weil ich da bin. Hä? What? Nein! Okay, den ersten Namen haben wir schon. Der Dieb. Der wird auf jeden Fall der Mitwirkende des Kanals werden. Camp. Ja, ist die Fusion von Camp, also ihn und mir. Ah nein, ich finde. Dann kommt die Heilerin. Ich habe keinen Freund, bitte keine Freundin, die irgendwie wichtig für mein Leben ist. Also nenne ich sie Susi. Ja, Susi. Weil wo ich das eingespielt habe, habe ich sie Burn genannt. Oder ja, ich glaube. Nein, warte. Ja, glaube ich Burn. Das ist nicht so ein Mädchen. Und der Heiler wird natürlich der Mitwirkende von Skyblock sein, Dito. Bei dem ich auch daheim bin. Und der noch immer am Scheißhaus ist jetzt. Hey. Ja. Dito. Okay, dann haben wir mal das. Drücken wir mal hier. Jetzt kommt die. Die Welt ist vom Finsternis umhüllt. Oh ja. Und es gefällt uns natürlich sehr. Nein, uns gefällt es natürlich nicht. Sandböen. Sandböen und ein Turm aus Sandstein. Die Winde erstarben. Die Meere tobten. Die Wissen verfault auch die Erde. Boden. Dahin gepinkelt. Die Erde ist faul und verdorben. Punkt. Ach, ich liebe den Punkt. Ja, das ist ein schönes Satzzeichen. Nö. Und jetzt habe ich wieder das schöne dunkle Bild. Doch aus einer Prophezeiung schöpfte man Hoffnung. Ich hoffe, man hört mich beim epischen Erzählen von dieser Geschichte. Ja, man muss mich hören. Und jetzt kommt der Weißbild. Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt. Was wird dann die Welt? Wir wissen es natürlich alle. Dunkelheit. Von dichter Dunkelheit überschattet ist. Sie werden das Licht der Kristalle. Ach nee. Das Licht der Kristalle wieder entfachen, um die Welt vor dem Unheil zu retten. Ja. Und so geht auch
Ach ja, jetzt kommen noch die vier Kristalle, die wir besitzen. Blau, gelb und rot und grün. Fusion. Und jetzt fängt die Geschichte von Final Fantasy an. Das sind wir. Der erste Kampf gleich. Das ist komisch, aber okay. Da machen wir mal Angriff. Angriff auf den Shit. Und Angriff auf den Shit. Und Angriff auf den Shit. Also beim Amtzocken ist bei mir der Schwarzmagier gestorben. Und ja, das war ein Verlust. Ich musste dann wieder Gele aufs auf jeden Fall sehr viele Monster besiegen und so weiter. Und oh Mann, das war anstrengend. Und ja, was ist los? Okay, das hat jetzt noch fertig mit dem Töten. Danke. Hui. Und der geht nochmal auf den Typen. Down. Down. Und der ist down. Siebener Punkt erhalten. 30 Gelder. Und jetzt geht's mal in das Schloss. Schloss Cornelia. Erdgeschoss. Und es laggt, wie es ausschaut. Was ist nicht so gut? Naja. Ach man. Da ist die Treppe, da gehen wir rauf. Schloss Goni. Eigentlich, wo ich das erste Mal aufgenommen habe, das natürlich nicht drauf gegangen ist, hat es eigentlich ganz super funktioniert. Und so weiter. Sei was die. Oh ne, jetzt hab ich zu. Scheiße. Ich bin's gewohnt. Autsch. Reisende, ist es wahr, dass ihr die Kristalle euer eigen nennt? Ja, ich kenne das schon. Kein Wunder, ist weg. Ach man. Vorhin ist es so gut gegangen, man. So gut. König. Die Prophezeiung Lucans. Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Hör, Mann, Zwinker. Hör, wer bist du, Minister? Majestät, ich würde nichts überstürzen. Wir haben keine Gewissheit, ob es sich tatsächlich um die vier Kämpfer aus der Prophezeiung handelt. Das habe ich jetzt nicht gewusst, aber es ist normal für ein Rollenspiel, dass sie sowas haben. Oh ne, was ist denn jetzt los? Oh, ich tut mir leid. Doch, wie kann ich diesen Wink des Schicksals ignorieren? Fragezeichen. Just in diesem Augenblick stehen vier Kämpfer. Ja, komm. Vor meinen Augen. Ihre Kristalle sind mir Beweis genug, Kämpfer des Lichtes, ich flehe euch an. Meine Tochter, Prinzessin Zelda, ist entführt worden. Nein, sie ist wirklich in Wirklichkeit nicht Zelda, aber ich nenne sie, weil sie war zu blind. Garland, einst unseres Königreiches, entführt ihre Majestät und streckt seine gelben Hände nach den Thronen aus. Er hält sich im nördlichen Chaos-Tempel verstockt. Ja. Unsere Bemühungen, Prinzessin Zelda, alias Zelda, zu befreien, scheiterten kläglich. Und keiner unserer Ritter kann sich mit Garland messen. Oh, okay. Das sind Fall 4. Die fantastischen 4. Oh jo. König, mir kam zu Ohren, dass euch eure Reise in den Norden führt. Ja, Punkt. Die Brücke zum nördlichen König,
Kontinenten ist seit langem eingefallen. Oh ne, oh ne, oh ne, 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 ne. Sollte es euch gelingen, Zelda bzw. Zelda zurückzubringen, werde ich den Bau einer neuen Brücke anordnen. Okay. Mögen euch eure Kristalle schützen. Okay, kann ich jetzt gehen, please? Wir haben... Wait a minute. 10 Minuten erreicht, das heißt noch 4 Minuten aufnehmen und da hoffe ich einen Kampf zwischen... Okay, ich habe schon einen Kampf, aber das ist mir auch noch nie passiert, dass gleich am Anfang Gegner kommen. Das war ja gelingt. Und das heißt, Kampf time. Ich glaube, es gehen sich sogar 2 Gegner aus. Naja, und unsere Aufgabe ist es jetzt, die Tochter des Königs zu retten. Und das heißt, wir müssen trainieren. Weil mit dem Level 1 können wir da nicht reinmarschieren und sagen, hey, ich will kämpfen und so, hey. Nee, geht nicht so. Wir müssen kämpfen. Ich meine trainieren. Und das geht einfach. Genau so. Oh, der Kampf geht flüssig. Das ist schön. Und wenn ihr denkt, hey, warum haben die Magie keine Magie und so? Ich sage euch, wir müssen es kaufen. Das ist ein Schwierigkeitsgrad. Hör ich an, deswegen finde ich es auch cool. Und das heißt, oh man, wir dürfen auf jeden Fall nicht gleich sterben. Sonst haben wir ein Problem. Weil wir eine Phönixfeder brauchen, um sie zu heilen. Und um die Toten wieder auferstehen zu... Oh man, komm! Bitte, lass mich... Oh man... Come on. Oh ja. Okay, der ist auch tot. Okay. Kampf. Oh. Kampf. Oh. Kampf. Aha. Oh nee. Kampf. Oh. Okay, schauen wir. Oh, der war gut. That's very nice, man. Und wenn uns, wenn wir fast tot sind, aber wir haben den Kampf überlebt, dann weiß ich eine Möglichkeit. Dun, dun, dun. Mann, Alter, ich hasse das so. Ja, Zero steigt in Level auf. Hab ich steigen um 25 an Stärke gewonnen. Oh ja, Stärke ist immer. Intelligenz ist gestiegen. Cam steigt in Level auf. Hab ich steigen um 24 an Stärke gewonnen. Glück ist gestiegen. Susi. Oh mein Gott, ich weiß, das ist so ein komischer Name, aber egal. Nein, für einen Magier ist es ein komischer Name. Für normale Leute wie normales Mädchen ist es normal natürlich. Susi steigt ein Level auf. HP steigen um 27. Mit MP, Magiepunkte, steigen um 15 auf. Entschuldigung, muss aufstoßen. An Stärke gewonnen, Intelligenz ist gestiegen. Dito steigt ein Level auf. HP steigen um 1. Oh Mann, Alter. Was soll das? MP steigen um 16 auf. Intelligenz ist gestiegen und that's good. Okay, wir haben noch 2 Minuten circa. Das heißt, wir haben 2 Minuten noch. Das ist gut. Also wir sind ja fast down, mein Gott, bitte. Wir müssen uns heilen. Sonst sind wir am Arsch. Und das wollen wir nicht in der ersten Folge, das ist behindert. Okay, dann haben wir da, müssen natürlich deutsches Geld sein. Das ist die Währung hier, wie ihr wisst, hoffentlich. Ja, Final Fantasy Fan ist, der muss das wissen. Wenn nicht, dann ist es ja natürlich auch nicht schlimm, weil es einfach nur eine Währung ist. Und ich meine, Dito ist noch immer nicht da. Er ist, glaube ich, in der Toilette gefallen und absoffen. Oder so. Oh, Fusion. Dazu, ich zeige euch mal das Menü und dann tun wir mal speichern, weil okay, das ist das, wo ich angefangen habe. Da war ich schon in Chaos Tempel. Das war da, wo ich aufgenommen habe. Ja, tun wir das überschreiben. Ja. Und ich sag mal, das war's und wir sehen uns hoffentlich wieder. Ciao.